Es geht weiter mit Let's Play Evoland 2 und wir haben im letzten Part wieder einiges hier unten geschafft und jetzt gucken wir mal, was es hier mit den Dämonen auf sich hat. Wahrscheinlich gibt es hier Dämonen. Leutnant, die kaiserlichen Truppen halten auf uns zu. Wir müssen reagieren. Worauf reagieren? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Erneut. Ich habe ein paar Dämonen gefunden, die dumm genug sind zu glauben, ich würde sie vor dem Kaiserreich schützen. Wir können sie einfach so als Schilde benutzen. Ach, Propaganda ist doch was Tolles. Als Schilde benutzen? Ja, als Schilde. Das heißt, wir werden sie vor unseren Truppen positionieren, damit sie an unserer Seite die volle Wucht einstecken. Was ein Arschloch. Aha. Aber natürlich, mein Imperator. Hahaha. Vor uns. Wie die Schilde. Wir werden sie aber nicht tragen, stimmt's? Stell ich mir jedenfalls vor. Mir völlig egal, was ihr euch vorgestellt habt. Jedenfalls werdet ihr einen Weg finden, die Angelegenheit den Dämonen zu erklären. Zu Befehl, mein Imperator. Freunde, Dämonen, Mitbürger, eure Chance auf Glanz und Gloria ist gekommen. Verteidigt euer Land gegen die Invasoren. Machos. Wenn wir diese Armee dezimieren, helft ihr uns dann, das Kaiserreich anzugreifen? Aber natürlich. Der große Magus ist allmächtig. Mit ihm an eurer Seite werdet ihr es dem Kaiserreich definitiv heimzahlen. Wenn er wirklich so mächtig ist, warum kämpft er dann nicht gemeinsam mit uns? Ja, das ist die Frage. Stimmt, warum nicht? Findet ihr das auch nicht ungerecht? Oh, ja, nein, absolut. Er scheint es ehrlich zu meinen. Oder ist er nur ein Idiot? Also, nächstes Mal werde ich ihn bitten, zu bleiben, okay? Ich weiß nicht, ob ich ihn über den Weg traue. Aber haben wir denn eine andere Wahl? Wenn unser König doch bloß überlebt hätte, unser großer König Shubi. Sie positionieren die Dämonen an vorderster Linie. Wie konnten sie die Dämonen davon überzeugen, an ihrer Seite zu kämpfen? Das stinkt nach einem Verrat des Magus. Er würde alles tun, um sein Ziel zu erreichen. Ich will nicht gegen meine Brüder kämpfen. Vielleicht kann ich sie davon abbringen. Also letztes Mal hat das nicht so toll geklappt. Ja, stimmt. Es muss eine Lösung geben. Ja, indem wir kämpfen, oder wie? Okay, ja, okay, können wir uns auch schon mal was Neues leisten. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, einfach mal drauf los. So viele sind das ja, glaube ich, nicht. Und guck mal, wie viele wir hier sind. Wie viele halten... Ja, 50 KP haben die, okay. Das schreit eigentlich nur danach, Menos stürmen zu lassen. Wollen sie sich richtig keine Bogenschützen? Ja, okay, doch da hinten. Ja, doch, da sind noch ein paar, okay. Doch, Bogenschützen sind da. Die Bogenschützen habe ich doch jetzt mal schön unter dem... Ja, doch nicht, das reicht nicht. Ich hätte hier mal schön hier hinter stellen. Nimm das! Und das. So. Boah, der Sound packt jetzt aber hier an der Stelle extrem. Und das. So. Schon mal zwei weg. Haben wir unsere Artgenossen auslöschen, aber was haben wir denn für eine andere Wahl? So. Ja, okay, schade. Ich dachte, der stirbt auch direkt. Okay. Stürmen. Und erneut stürmen. Alter, der Sound. Gott. Und ich stelle mich einfach mal hier hin. Ja, mach das. Junge, der Sound! Oh Gott! Ist ja schon
ja schon fast hier so, so Dubstep-Mucke hier, Dubstep-Soundtrack und das Soundtrack. Das ist total unabsichtlich. Evo-Step. Ach nein, sind die alle auf Kuro? Ist das euer Ernst? Okay, gut, die gehen doch nicht alle auf den. Das war nicht schlau. Obwohl, da sind jetzt noch drei Dämonen übrig. Ich hoffe, die... Ach, das sind Bogenschützen! Ich dachte, das wären normale, so, ja, so normale Ritter halt. Komm schon, ich muss noch einen Angriff überleben. Okay, sehr schön. Alles nach Plan. Es sei denn, es kommt noch ein Katapult. Okay, ich wusste nicht, dass das Bogenschützen war. Man sah das nicht aus der Perspektive. Dann mache ich nochmal alles genauso, in etwa genauso wie gerade, nur dass ich Kuro nicht nach vorne schicke. Also erstmal wieder die Bogenschützen hier, achso, die kann ich ja noch da hinstellen. Mal schön die Bogenschützen stationieren. So, einer, ja, der eine ist schon mal gleich weg. So, sehr schön. Jetzt stelle ich den aber mal weiter nach vorne, denn der bringt es ja doch schon ziemlich gut. Den kann er ruhig weghauen, den macht er ja weg mit einem Schlag. Diese Ritter sind echt verdammt gut, muss ich sagen. Söldner, komm mal da hin. Fina, ich vergesse mal, dass Fina ja auch noch Bogenschützin ist. Angriff, so. Aber die macht nicht so viel Schaden, leider. So, dann ist jetzt Kuro schon mal geschützt. Velvet kann stürmen. Kuro kann da stehen bleiben. Und der kann ja auch ruhig warten und stürmen. So. Müssen wir erstmal unsere Verteidigungslinie durchbrechen. Stirb! Okay, kann sein, dass der Ritter stirbt. Alter, der wird noch einige mitreißen. Ja, okay, doch nicht. Na gut, der hat den einen da mitgerissen. Also der hat zwei gekillt. Das ist eigentlich eine ganz gute Bilanz. Das war nicht schlau. Also nicht von ihm. Obwohl doch, wenn die jetzt alle auf Menos losgehen, so als Racheakt. Das sind doch einige, die so als Gegner sind. Das sind doch schon einige. Wen kann ich denn da angreifen? Den erstmal, den Dämon. So. Oh, Menos hat hier ein perfektes Spiel. Der macht einmal einen Hieb, haut drei weg. So. Geil. Bogenschützen. Hau den mal weg. So. Den würde ich einfach nur weg haben. Nein, ich wollte den anderen... Ach, ich mach immer so schnell alles, Mann. Aber so bin ich halt. Ich mache vieles schnell im Leben. Aber jetzt nicht mit Tastik so. Es klappt dann einfach auch so irgendwie. Das hätte ich vielleicht schon früher machen sollen, bevor ich auf die alle hier angegriffen hätte. Dann greife ich den nochmal an mit Kuro. Ah, jetzt kann er wieder nichts machen, weil jetzt Kuro da im Weg ist. Ah, das hätte ich nur überdenken sollen. Ach ja, und hier ist auch noch einer. Ganz vergessen. Aber der kann jetzt wenigstens den Paladin zerstören. So. Er kann ihn ins Reich der Schatten befördern. So wie wir das ja kennengelernt haben. Und den Bogenschützen erstmal weg. So. Ne, wir haben aber einiges geschafft. Hätte mich an einigen Stellen vielleicht was schlauer anstellen können, aber das hat ja gut geklappt. Warum gehen jetzt eigentlich alle nur auf die? Ja, okay, die hat viel Schaden verursacht, aber... Was, dein Ernst? Ja, okay, es waren Bogenschütze, die können ja im Nahkampf nichts. Komm schon, die muss leben, die macht so guten Flächenschaden. Kill him. Ja, okay, fast. Ja, der Soldat, na gut. Ist okay. Der Dolkin. Jetzt kann ich endlich mal so einen von denen hier vorschicken. Machos. Ich glaube, das ist wirklich die perfekte Arbeit für den.
Scheiße, was ist das denn für einer? Der hält ja richtig viel aus. Das wäre so ein ganz normaler, so ein random Typ halt. Was? Ach so, sprechen. Machos, was macht ihr denn hier? Seid ihr ein Gefangener? Menos? Ich bin kein Gefangener. Ich kämpfe gegen das Kaiserreich, das uns angegriffen hat. Der große Magus hat es versprochen. Wenn wir die kaiserliche Armee zurückdrängen, hilft er uns beim Angriff auf Genua. Wir werden König Arthur rächen. Ach, Arthur heißt er. Der hieß gar nicht Shubi. Ach so. Der Magus lügt doch nur. Er will die Dämonen auslöschen und Dämonia einnehmen. Ich kenne euch. Seid ihr ein Junge, Wart Menos. Ihr könnt nicht lügen. Deshalb glaube ich euch trotz der Gerüchte von eurem Verrat. Oh, cool. Wir müssen den Magus aufhalten. Danke für euer Vertrauen, Machos. Ich weiß nicht, was der Magus vorhat. Wir werden ihm aber Einhalt gebieten. Ist jetzt auf... Cool. Der ist jetzt auf unserer Seite und kämpft jetzt für uns. Cool. Was kann der denn so? Das ist auf jeden Fall 80 KP. Ich werde auf jeden Fall nichts falsch machen. Ach du Scheiße, ist ja geil. Wie episch. Hau den weg. Nieder mit den Bogenschützen. So, weg. Voll die krassen Trickshots hier. Muss jemand geheilt werden, so richtig dringend. Oh ja, ja. Beziehungsweise, dann lasse ich Wilbert erstmal ziehen. Ja, wohl, das steht die da immer ein bisschen blöd. Nee, dann bitte erstmal hier stürmen. Fina, halt die dann. So, ja, okay, hätte ruhig mehr sein können. Ist ja mal so ein random Wert. Ach, hier steht Kuro zwar so ein bisschen im Feld, aber der kann nicht diesen Bogenschützen wegmachen, weil der würde sonst auch wieder so extrem viel Schaden machen. Das war absehbar, aber naja. Ist halt ein Rekrut. Und das gibt Geld. Oh, nice. Ah nein, nicht der Paladin. Aber der Machos, der ist schon mal echt gut. Hat auch viele KP. Okay, aber der hält auch nicht mehr viel aus. Jetzt nur die Frage, hätte ich dann damals auch ein paar Dämonen bekehren können? Weil das habe ich jetzt ja da gar nicht so richtig bemerkt oder ausprobiert. So, nehmt das. Nice. Dann kann der den jetzt komplett umhauen, vielleicht. Ja, fast. Dann kann der Bogenschütze das jetzt aber beenden. So. Ist der schon mal weg. Der Machos, der braucht eine Heilung. So. Menos kann... Ja, ich lasse jetzt mal Kuro den Soldaten da wegmachen. Hat er doch überlebt, der Spast. Nee. Ja, dann schützen. Und Menos wird jetzt einfach mal stürmen. Sei denn, die gehen jetzt alle auf den. Der ist jetzt auch gar nicht da im Schutzradius. Ja, komm, der soll noch überleben. Oh, okay, das war absehbar. Naja. Okay, der Soldat, der ist jetzt kein Problem. Oh, Moment mal, Menos kann doch jetzt hier seinen Hieb machen und alle weg. Ja, doch fast alle. So, halbwegs. So, der kommt schon mal weg. Macht er denn mal eine Kopfnuss, wenn er angreift? Sehe ich da gerade richtig? Ach nein! Boah! Heilen! Nicht stürmen! Ah, die halten mal nur so wenig in letzter Zeit. Okay. Bei dem Rekruten nur so wenig Schaden, das hätte ruhig mehr sein können. Naja. Oh, die steht hier ganz gut. Stürmen. Und der Paladin, der muss langsam mal weg. So. Oh, genau richtig. Gut. Sind auch nicht mehr viele. Oh, das Katapult! Ah, das hätte ich auch mal langsam zerstören können. Das habe ich jetzt zu lange da oben liegen lassen.
Da ist ja auch noch eins. Ja, okay, das ist kein Problem. Weg. Was schubst du mich schon, ne? So. Selbstschuld. Schluss. Hat der... ne, der hat keinen Hieb oder so. Mache ich jetzt erstmal den Bogenschützen weg. Ach, den kriege ich ja nicht weg von da aus. Hm. Hat da jemand genug Reichweite? Nee, nicht wirklich. Würde ich sagen, ich hole dann jetzt alle erstmal wieder zurück. Sie alle wieder so an einen Punkt sehen. Dann kommen die Gegner ja auch dann zu uns hin. Erstmal heilen erneut. Endlich mal wieder ein bisschen mehr geheilt. Dalkin hat noch ganz ordentliche KP. Armenos hat auch nicht mehr ganz so viel Schützen. Und so. Ah, kein Problem. Obwohl, nee, erstmal die ganzen anderen Gegner hier. Erstmal die weghauen. Was ist der blöde Bogenschütze? Ich komme einfach nicht an den ran. Obwohl, jetzt komme ich an den ran. Und er ist tot. Nice. Hat der eigentlich noch? Nee, der kann nur angreifen. Hat keine anderen Moves. Okay, warten. Hieb. Warten. Ja, der sieht ganz gut aus. Okay, angreifen kann ich auch noch, sehr schön. Au. Oh, okay, ich hab jetzt nicht gedacht, dass er so viel Schaden macht gegen Menos. Das war jetzt nicht so ganz eingeplant. Dass er so verdammt viel Schaden macht. Das wäre jetzt episch, wenn er jetzt den Verrät halt. Wenn der den jetzt so verrät halt. Das wäre jetzt episch. Und das macht er ja eigentlich auch. Dass jetzt der Machos den jetzt aufhält. So. Angriff. Das ist ein Leutnant, der hält auch immer mehr aus irgendwie. Werden immer stärker, diese Verrückten. Katapulte sind jetzt auch nicht so mega schlimm, Moment. Boah, 900. Wow. Die Katapulte kümmern mich, glaube ich, auch erst als letztes. Boah, 27 Schaden. Geil. Ach komm schon, den kriegen wir jetzt vielleicht noch klein. Wenn wir jetzt alle um ihn versammelt sind. Ah, okay. Nicht ganz, aber egal, wenn er jetzt irgendeinen angreift, dann wird er ja zurückschlagen. Und das wird er nicht mehr aushalten. So, tschüss. Jetzt muss ich nur kurz ein bisschen verschnaufen. Das mache ich am besten dann so. Okay, Fina will sich jetzt erstmal selbst heilen. Ach so, die kann sie gar nicht selbst heilen, weil ich habe das bisher nie ausprobiert. Habe ich jetzt so als selbstverständlich gesehen, dass sie das könnte. Vor allem, dass ich die Katapulte auch erstmal näher kommen. Das ist eigentlich ganz gut. So, Machos. Danach nur noch Dalkin. Obwohl, ach komm, Dalkin geht schon mal langsam in die Richtung. Der hält ja auch ein bisschen was aus. Kuro ist ja auch schon wieder fast geheilt. Gut. Boah, wir kriegen so schön viel Geld. Ah, der entfernt sich. Aber ich kann ihn jetzt angreifen. Vielleicht mache ich auch genug Schaden. Ah, fast. Gehe ich jetzt erstmal auf das oberste da. So das Beste. Ja, okay, heilen wir nochmal ganz. So. Oh, das war sogar ganz gut, dass wir das gemacht haben. Ja, es entfernt sich immer mehr. Es hat Angst. Wer auch immer es steuert, es hat aber Angst. So. Dann heilen.
Ich hätte es auch angreifen können, aber ich glaube, ich hätte es dann nicht zerstört. Und ich wollte jetzt auch nicht, dass noch einer verloren geht. Achso, ja, oder Fina selbst geht verloren. Da habe ich jetzt nicht so stark drauf geachtet. Verdammt. Ja, aber es läuft ganz gut. So, nice. Okay, wir sind durch. Durch. Keine Ahnung. Danke, Menos. Ohne euer Eingreifen hätte ich dem Magus geholfen, ohne es zu merken. Ich würde mein Volk niemals im Stich lassen. Verleiht uns bitte eure Stärke, bis Dämonia befreit ist. Es wäre mir eine Ehre. Aber die Ironie, Dämonen, die sich mit dem Kaiserreich verbünden, dann wiederum überrascht mich dieser Tage kaum etwas, wenn es um Menschen geht. Wenn man bedenkt, dass sie einander sogar gegenseitig bekämpfen. Manche von ihnen haben sich mein Vertrauen verdient. Ich kann nicht behaupten, dass wir ihnen überlegen wären. Okay, wir werden immer mehr. Machos gehört jetzt zur Armee. Und kann ich da was... Nee, kann ich nicht. Muss ich da wieder nach oben rechts, um wieder neue Truppen anzubauen. Sonst ist noch irgendwas, was ich machen kann. Eine Truhe oder so. Vielleicht, weil es auch so eins dieser optionalen Gebiete war, hat man hier besonders viel Geld bekommen. Ich würde gerne nochmal einen von diesen Rittern haben, weil ich finde die schon ziemlich gut. Und nochmal einen von den normalen. So. Da haben wir zwei Bogenschützen. Ja, das ist perfekt. Jetzt würde ich mich auch nochmal in das Gebiet da trauen, wo wir alle aufgeteilt wurden. Bevor wir dann zur wirklich letzten Schlacht gehen. Obwohl ich denke mal, die wirklich, wirklich letzte Schlacht der Ivoliendianer, keine Ahnung, die letzte Schlacht der Dämonen, die wird wahrscheinlich dann im Schloss dann stattfinden. Aber ich würde sagen, das machen wir dann lieber erst im nächsten Part, dass wir uns dann nochmal hier ran wagen. Weil es hat die Schlacht ja doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Na gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, seid beim nächsten Mal weiterhin dabei und bis dann!